Jawohl, passt perfekt. Die Ampel und das Startsignal ein bisschen früh ausgegangen. 27 Runden, unten die Startaufstellung nochmal im Director's Cut eingeblendet. Grand Prix Italien in Monza. Die Ampel geht gleich aus. Und los geht's auf die wilde Reise, meine Damen und Herren. Und Schoka zieht aber gut weg. Guter Start auch vom Eicher. Und dahinten kommt Lukas Beer. Lukas Beer mit einem Sensationsstart. Und der Eichhardt, geht der vorbei? Geht der in Führung etwa, der Eichhardt? Nein! Joker führt. Eichhardt auf der 2. Und das wollen wir uns jetzt noch einmal angucken. Start vom Joker. Und der Eichhardt hätte Bombe-Start gehabt. Genauso wie der Lukas Beer. Der kam nicht vorbei. Und so hatte Kenny den überholt. Und da hinten Eberhofer. Da hat's leicht geknallt. Da hat's geknallt leicht. Wir gucken uns das gleich noch einmal an. Jetzt der Michael Eichert von 3 auf 2. Bombenstart, fast in Führung gegangen, war auch schon halb in Führung. Und dann muss er zurückstecken. Und da hinten wird Jake von, ich glaube, Matze Schweizer angerempelt. Aber Eichert, muss man auch mal sagen, wir noch Kenny durch. Da wollen wir noch Jake Schweizer und Lukas Beer sehen. Bergmann ist da eingeklemmt. Der hat, ja, Schweizer war's. Jake kann aber fahren und der Lukas Beer kann durchschlüpfen. Also der Kenny, wir wissen noch nicht, wer durchfährt. Aber wir natürlich den Start vom Lukas Beer sehen, denn der kam von der 5. Und fast am Kenny vorbeigegangen. Der Schweizer schiebt den Jake da auf den Beer drauf. Glück, dass da nichts passiert. Und da hinten, ja, da schlängeln sie sich durch. Beer bleibt dann vorne, dann will ich natürlich noch Schweizer und Eberhofer sehen. Dann haben wir sie durch. Schweizer, Bombenstart von der 6. Ja, dann zieht er da rein. Das ist auch saublöd, Matze. Also, es muss auch nicht sein. Quetscht sich da mit aller Gewalt am Eberhofer vorbei. Und die beiden Holland-Jungs sind auch gut weggestartet. Und jetzt wollen wir noch die Situation sehen von Eberhofer, der da eingekesselt wird und verliert gleich mal ein, zwei Plätze. Ja, ist jetzt nur noch sehr, oh ja. Da hat Eberhofer Glück, dass er sich da nicht überschlägt. Dann wäre es das aus gewesen. Das wäre der nächste Nuller. Und der Beißler zieht auch noch fast vorbei. Gut, haben wir das alles analysiert. Und gehen wir mal ins Live-Bild. Joker führt, Eichert 2 und da hinten. Aber Eichert, das Thema ist noch nicht gegessen. Eichert dran am Joker. Bombenstart des Toyota-Motors. Achtung, Eichert gegen den Joker. Und Michael Eichert und das ist Berührung. Und da hat der Joker Plätze verloren. Eichert führt. Aber das war nicht ganz so sauber vom Eichert, das Manöver. Ich würde sagen, das ist das nächste Replay. Eichert drängt sich da am Joker vorbei. Ja, Joker zieht da auch leicht rein, muss dann da eine Abkürzung nehmen. Kenny zwitschert durch. Eichert führt. Gewinnt heute der Michael Eichert das Rennen von Italien. Das wär's doch. Kenny Sicht der Dinge. Ja, Joker muss dann leicht über die Schikane nehmen, weil er ahnt, dass da der Kenny kommt. Und der Kenny zwitschert da durch. Ist jetzt Zweiter. Die Frage, was wir noch nicht wissen, wer fährt durch? Auch Lukas Beer ist vorbei und Joker verliert. Joker verliert wegen dieser Aktion. Ja, wir gucken es uns jetzt aus seiner Sicht an. Eichert. Ja, Joker zieht da rein. Also, sorry, Joker, aber. Ja. 3 Plätze verloren durch die Aktion. Fast nur den Lukas Beer reingefahren. Stark. Ist auch der Matze Schweizer weit vorbei. Da hinten jetzt noch Karls. Kenny Eichert führt. Da hinten Joker gegen Lukas Beer. Ist da vorbei. Oh, da hat es aber richtig was gegeben jetzt. Achtung, hier Joker gegen Lukas Beer. Ist jetzt wieder dritter Joker. Aber wir haben gesehen, dass der Slivic wird durchfahren und das spricht pro Joker. Eichert kann heute das Rennen hier gewinnen. Kenny könnte heute Zweiter werden. Aber wir haben noch einen Joker, der ein bisschen ungestüm ist hier. War hier Joker gegen Lukas Beer. Im Hintergrund hat Jake Eberhofer Matze Schweizer kassiert. Auch das gucken wir uns gleich nochmal an. Dann ist da der Beißler mit dabei. Der wird jetzt von Daniel Schmutz bedrängt.
Gucken wir uns das hier auch gleich nochmal an. Hier erstmal das Manöver. Eberhofer kassiert hier Schweizer. Also hier geht es richtig zur Sache. Beißler fliegt dran, weil Schweizer da zu spät auf dem Gas steht. Aber der Matze Schweizer dann wieder kontert. Und da Hintergrund dann Beißler gegen, das muss Daniel Schmutz natürlich sein. Der dann hier zuerst einmal den Beißler kassiert. Also der Beißler fährt hier mit, das ist seine Strecke. Das ist sein Wohnzimmer, Michael Beißler, da fährt er mit. Da wird er jetzt von Daniel Schmutz überholt. Ja, da ist natürlich der Mercedes dann doch noch stärker als der Nissan. Und der Schmutz will jetzt versuchen, Matze Schweizer zu überholen. Das Duell gibt es im Hinterfeld. Achtung, Schweizer gegen Schmutz. Mal hier mal dranbleiben, denn hier haben wir die erste Kampfgruppe. Vorne der Kenny und der Eichert können sich lösen. Dann dahinter Joker, Bär, Eberhofer. Jetzt gegen Lukas Bär. Der wehrt ab, da hinten knallt es auch. Da geht es auch zur Sache. Schmutz, Schweizer und der Beißler. Ein lieber Herr Gesangsverein geht es hier zur Sache, meine lieben Freunde. Achtung, Beißler gegen Schmutz vorbei. Jetzt ran am Schweizer. Also, also danach habe ich keine Stimme mehr nach dem Rennen. Das kann ich euch versprechen. Die ist eh schon verkratzt noch von der Erkältung. Aber nach dem Rennen ist es mal wieder vorbei für mich. Aber Achtung, Achtung, Beißler gegen Schmutz. Michael Beißler. Da geht es ja um Punkte, der Gabs fährt durch, der kann da hinten mal alle aufhalten, aber der Beißler. Achtung, Florian Gabs. Oh, teamintern. Gabs, mach keine Scheiße hier. Gabs wird jetzt von Bergmann überholt. Da geht's zur Sache. Beißler, da gibt's regelrecht, da hinten geht's weiter. Porsche, das ist Christian Freund. Jetzt gegen Gabs. Also da geht's richtig zur Sache. Da hinten Boris Livic jetzt gegen Freund. Also diese erste Runde hat's in sich, meine Damen und Herren. Vorne der Eichert, dann der Jake Ebert. Jetzt hat der Joker aufgeschlossen. Joker hat aufgeschlossen zu Kenny auf der Jagd zu Michael Eichert. Also das nächste Duell bahnt sich an. Kenny gegen Joker. Vorne führt der Eichert mit der weiteren schnellsten Runde 1:34,7. Aber der Joker, der ist heute wild, der 1:33,998. Und jetzt gegen der Kenny ist der Joker. Achtung! Kenny wird natürlich einen Teufel tun, da den Joker vorbeizulassen. Und der Eichert freut sich, wenn er da vorne wegziehen kann. Starkes Rennen hier. Starke Anfangsphase, muss man echt sagen. Vor allem jetzt ist Lukas Bär dran. Und Armani ist raus. Erster Ausfall des Rennens, Novien Armani. Was ist mit ihm passiert? Der hat einen Fahrfehler begangen, der Armani. Und was für ein dämlicher. Was für ein dummer Fehler vom Novien. Wo war das? Das war in der ersten Schikane. Was ist mit ihm da passiert? Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Ja, der hat sich vertan in der ersten Schikane, will dann wenden und knallt dann. Also, das ist schon ein saublöde Fehler vom Novien. Aber der hat schon ein paar solche Blackouts gehabt. Ich erinnere in Ungarn, als er da an der Bande entlang geschrammt war und da so einen blöden Fehler gemacht hat. Also, Novien Armani im Moment kleckert der auch nicht mit Ruhm. Aus Novien Armani, erster Ausfall in diesem Rennen. So, das geht weiter. Jetzt geht's runter zu Ascari. Gute Überholstelle. Joker gegen Kenny. Und jetzt ist der Joker auf der richtigen Seite und ist P2. Brauchen wir nicht zeigen, aber da hinten Kenny kann kontern und vor allem Lukas Bär. Der hat Eberhofer nicht mehr im Genick. Jetzt hier Kenny. Achtung, Lukas Bär gegen den VW von Kenny. Oh, ist das ein Wahnsinn hier vorne. Der Eichert freut sich, der zieht munter seine Runden. Da hinten ist der Kampf ums Podest. Jetzt ist aber der Kenny fällig, glaube ich. Je nachdem, die Seite hat's Joker probiert. Und Eberhofer wartet nur drauf. Lukas Bär, keine Chance für Kenny. Ich denke, das müssen wir uns angucken. Das war also
Da war der gute Kenny chancenlos. Der BMW hat mehr Power als der VW. Und Lukas Bär, der will ja heute auch seine ersten Punkte mal holen hier. Monza wäre mal der richtige Ort. Ja, und Kenny hat keine Chance. Joker konnte er noch in Schach halten. Na, Kenny wird durchgereicht. Und wir gucken mal, was Jake Eberhofer jetzt macht. Der ist nämlich jetzt auch dran. Der ist aktuell auf der 4. Rocky Bergmann an der Box. Was ist da mit Bergmann passiert? Der fährt doch auch nicht zum Spaß an die Box, glaube ich. Radverlust! Bergmann hat einen Raufhängungsschaden! Radverlust! Und das noch in der Parabolika. Das ist gefährlich! Da ist das Rad locker. Sofort Rocky, Box, 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 Box. You lost your tire. Box is up, Rocky. Box, Box, Box. Oh, Bergmann war 9. zu dem Zeitpunkt. Mal gucken, ob sie ihn auftanken, der Bergmann. Das ist bitter für Rocky Bergmann. Der wollte heute Weltmeister werden, der Bergmann, aber irgendwie klappt es nicht. Was hat der Bergmann getankt? Die Kamera ist schon wieder total verstellt hier. Ja, Rock 26,9 bei noch. Mal abwarten, ob der Rocky nochmal Chance hat, vorne Punkte zu holen. 26,9, wir haben noch 24 Runden. Also Rocky Bergmann müssen wir mal auf dem Zettel halten. Da geht noch was. Eberhofer mittlerweile an Kenny vorbei. Kriegen wir das noch rein? Nein, das war schon. Eberhofer mittlerweile an Kenny vorbei. Während Kenny sich hier jetzt Matze Schweizer erwehren muss. Also in der Hektik und Bergmann hat Eberhofer in der Zwischenzeit Kenny kassiert. Er wird jetzt durchgereicht. Der VW kriegt Probleme. Und es bahnt sich das nächste Duell an. Lukas Bär gegen Joker. Der Eichert da vorne. Wenn der erstmal keinen Bock baut, dann kann er sich erstmal gut absetzen. Es läuft aber in Sache Weltmeisterschaft eher für den Joker. Denn, ja, Eberhofer, vielleicht kommt der nochmal dran. Jetzt Lukas Bär. Saugute Windscharte vom Lukas Bär und zieht vorbei. Sofort der Klatscher in der Sauberbox. Lukas Bär, neuer Zweiter. Und wie das war, gucken wir uns nochmal an. Da kommt es nochmal. Reicht die eine Außenansicht, weil das ist nur das Ende davon. Na, es geht hier munter zur Sache. Also schöne Überholmanöver sehen wir hier. Schöne Überholmanöver. Schön, aber Joker kontert. Die Nummer ist noch nicht gegessen. Lukas Bär, 1,33,7 jetzt die schnellste Runde. Und Joker, ja, 3 und 4 für Williams. Eichert führt. Bär 2. Beißler auch auf der 8. Gab es für Durchfahrer Slivage. Auch für Ferrari ist das kein so tolles Rennen. Haben ja kaum Schnitte, aber hier das Duell ist schon noch nicht entschieden. Nee, es wäre natürlich auch für der Eichert der Kracher, wenn der hier gewinnt in Monza. Im Ferrari-Land. Achtung, Achtung, Achtung. Joker, der Konter. Eiskalt. Eiskalt. Und damit wieder neuer zweiter Joker. Aber die Nummer ist noch nicht gegessen. Denn jetzt gibt es wieder die Gerade. Und der Lukas Bär kann sich jetzt wieder ansaugen. Da kommt auch irgendwann der Jake Eberhofer wieder nach vorne. Achtung. Denke, Lukas Bär ist gleich wieder vorbeigehen. Jawohl. Also das ist ein schönes Duell. Wenn wir mal gucken, der Eichert, der führt hier vorne souverän den Grand Prix an. Wie viele Sekunden Vorsprung hat er? Das müssen wir abwarten, bis mal der Lukas Bär über die Linie kommt da hinten. 6,2. Aber da ist die Nummer auch noch nicht gegessen. Munter geht's weiter. Achtung, jetzt übers Gras. Lukas Bär verteidigt da gut. Und Joker schubst den da raus. Und das war jetzt nicht in Ordnung vom Joker. Das war jetzt total unnötig. Und Lukas Bär, der flucht. Und wir schauen uns das nochmal an hier.
Dann hat er den Bremspunkt verpasst, Joker. Einer der wenigen Fehler von ihm. Und Lukas Bär muss über den Notausgang. Und der schimpft. Der schimpft, das kann ich euch sagen. Was soll denn die Scheiße? Jedes Mal wird er getroffen von einem Idiot. Was soll denn das? Also Joker hat den Bremspunkt total verpasst und kann gar nicht mehr anders wie dem Lukas Bär hinten rein zu dübeln. Die Frage ist, wo kommt der Lukas Bär raus? Kommt der überhaupt da nochmal raus? Da kommt der Beißler, ist Vierter im Moment. Was ist denn das? Lukas Bär, der steckt da fest. Und da steht noch einer, da steht noch einer. Da steht noch einer, das war ein Gerner VW. Ist das Veko Meier? Das ist Kenny, Kenny steht da auch. Lukas Bär und Kenny, was ist mit Kenny passiert? Oh, der hat sich verbremst und bleibt stecken. Auch Kenny schmeißt das Rennen weg. Kenny aus eigener Kraft, Lukas Bär von Joker. Und der gestikuliert, der sagt, schieb mich doch mal raus. Ist der sauer, der Lukas Bär. Der schlägt da auf sein Lenkrad drauf, drückt die Knöpfe zusammen. Ich kann's verstehen. Mann, ist das bitter. Und Kenny vertut sich auf der 6 liegend. Und beide müssen das ganze Feld vorbeifahren lassen. Und Lukas Bär schimpft nur noch rum. Der gestikuliert, der beruhigt sich nicht. Der schlägt aufs Lenkrad. Das gibt's doch nicht. Und der nächste raus. Lukas Bär fährt weiter. Und Kenny fährt da fast drauf. Also kurios. Und Lukas Bär mit einem Funkspruch. Solche miesen Assholes. Solche blöden Arschlöcher. Da muss er aufpassen, der Lukas. Das darf er so nicht sagen. Das gibt Ärger. Da ist noch einer rausgerutscht. Ein Chevrolet. Also da gab es jetzt Chaos. Und was hat der Lukas Bär da gemacht? Das war jetzt eine Unsinnsaktion vom Bär. Das muss jetzt auch nicht sein. Hier nochmal, wie der Bär rausfährt. Lukas Bär und den Stinkefinger zeigt er in Richtung. Handzeichen mit Stinkefinger, so wie ich das erkennen kann. Richtung Kenny und der anderen Fahrer. Also ich glaube, Lukas Bär, es gibt ein Disziplinarverfahren. Und welcher Chefi war das jetzt hier? Falsche Taste, wir wollten eigentlich den Chefi wiederholen, der da raussegelt. Fuchsi. Fuchsi hat auch die Kurve nicht bekommen. Fuchsi damit, ja, der hat sich auch vertan. Also was ein Chaos. Und Lukas Bär, ich kann es verstehen. Joker verpasst den Bremspunkt und schubst. Ja, der Fuchsi hat auch den Bremspunkt verpasst. Hat die gelbe Flagge wohl zu spät gesehen. Auch das sollte man früher drauf schauen. Oh je, Kenny war auf einer guten Position und jetzt jagen zwei Williams den Eichert. Das wird für den Eichert auch nicht lustig, glaube ich jetzt. Daniel Schmutz gegen Matze Schweizer. Und Matze Schweizer, ja, das nächste Duell. Endlich wieder mal ein Duell. Boris Livic ist es, Entschuldigung. Boris Livic gegen Daniel Schmutz. Der fährt mit vollem Auto und kann gut mithalten. Daniel Schmutz hat den McLaren auch in dem Rennen schon gut nach vorne gebracht. Schon Fünfter mittlerweile. Achtung, nächster Angriff. Da hinten Gabsch muss ich gegen Veko Meier wehren. Und Slivic. Ui, das war Bremsen auf der letzten Rille, aber das hat funktioniert. Und weil es funktioniert hat, will ich das nochmal sehen hier von Boris Slivic. Das war mal Fahrkunst. Der hat sich im letzten Meter klar den Schmutz eingebremst, aber war schon vorbei und nicht abgekürzt. Hier kommt's. Boah, ja, berührt leicht den Flügel. Ja, das ist aber auch doof, den da so einzubremsen. Alter Falter, das ist natürlich eine richtige. Und was war hier? Gabsch gegen Veko Meier. Gab es hier auch ein Manöver? Hier gab es, glaube ich, den Versuch.
Während wir vorne nochmal sie. Ja, aber gab schwer das ab. Veco Meyer jetzt das Eis im. Ja, und da kommen sie alle dran. Auch der Porsche von. Das müsste Herbstritt sein, der jetzt da vorne ist. Und der Schmutz hat da noch nicht genug. Achtung, Daniel Schmutz. Gegen Boris Livitsch. Ja, 20 Runden, es ist hier richtig was geboten. Ich hab's euch wieder im Qualifying nicht zu viel versprochen. Es ist hier wieder was geboten. Und der Slippage fährt super mit, wenn man uns überlege, wenn der Schweizer volles Auto hat, dann kriegt er ja gar nichts gebacken. Der Slippage, der kommt mit allem zurecht. Ja, es gibt ja auch schon erste Gerüchte, aber wir bleiben bei dem Duell. Im Moment ist das das spannendste Duell. Mittlerweile Veco Meyer an Florian Garbsch vorbei. Wann war das? Wo war das? Hier war es schon. Hier war es schon. Veco Meyer fährt übrigens nicht durch. Der geht bald an die Box. Also, Veco Meyer an Garbsch vorbei da hinten. Also, wir zeigen nicht mehr jedes Überholmanöver, aber das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Wir konzentrieren uns dann wieder auf das Duell hier. Nämlich die nächste Attacke vom McLaren-Piloten Daniel Schmutz gegen den Kroaten Slivic. Und Wahnsinn und wieder starkes Rennen. Jetzt sind wir noch beim Slivic on board. Es geht hier um den fünften Platz, wo hier gefightet wird. Auch Veco Meyer ist dran. Achtung, Veco Meyer ist jetzt dran. Natürlich leichtes Auto jetzt weg. Da hinten geht es auch zur Sache hier mit dem Garbsch und einem Schweizer müsste das sein. Und Veco Meyer jetzt vorbei auf der Jagd nach Schmutz. Da hinten Matze Schweizer, der muss durch das Chaos vorhin auch. Herbstritt und Garbsch. Und da gehen wir auch mal rein in das Duell hier. Herbstritt gegen Schweizer. Boah, da geht's richtig zur Sache. Was für ein spannender und überholreicher Grand Prix von Italien. Da geht's wirklich zur Sache. Jetzt kommt der Garbsch. Und der kickt da den Schweizer weg. Das gibt's doch nicht. Onboard vom Herbstritt gesehen. Der kickt den Matze Schweizer ins Aus. Es ist Florian Garbsch und das darf nicht wahr sein. Onboard bei Herbstritt gesehen, wie er den Schweizer da weggerammt hat. Da zieht er rein. Ja, der Schweizer muss sogar einlenken. Also es war kein richtiges Abschießen von ihm. Aber Schweizer steht jetzt da und muss warten. Also ich glaub's nicht, was ich hier sehe. Florian Garbsch ist dran und durch den Slipstream will er gleich beide überholen. Gut gemeintes Manöver ist natürlich wieder mal total schief gegangen. Überhastet, schief gegangen. Ja, und Schweizer muss dann die Lenkung aufmachen. Kriegt dann einen Schlag, muss die Lenkung aufmachen. Da rutscht Valvorik raus, glaube ich. Und Schweizer schickt ihm den Mittelfinger hinterher. Du Arschloch, schreit er da rein. Florian Garbsch und René van der Berg. Und das ist Valvorik. Was ist mit ihm passiert? Auch er ist kurz nach dem Schweizer rausgerutscht. Hat die Kurve nicht gekriegt. Und Matze Schweizer im Funk. So ein Arschloch. Ich glaube, das war der Garbsch schon wieder. So eine Drecksau. Wichser, ey. Okay, Matze. Und der wird vom Freund angerempelt leicht. Der Valvorik. Okay, Matze, Race Control ist informated. Hat der Freund da den Valvorik abgekickt? Der war seinerseits im Fight mit einem Rickard. Und hier, Freund. Ja. Auch Christian Freund hat da den Valvorik ein bisschen bedrängt. Also richtiges Chaos hier jetzt. Und was passiert? Da kommt der Hartmann bald vor. Valvorik fährt schon wieder. Und Matze Schweizer muss jetzt als nächster von ganz hinten fahren. Und mit dem Stinkefinger in Richtung der anderen Fahrer. Auch dafür wird der Matze Ärger kriegen. Genauso wie der Lukas Bär, weil das ist unsportlich. Das darf nicht sein. Da haben wir Linus Hartmann mittlerweile schon 12. Wird er durchfahren? Nein. Also der Hartmann
profitiert da vorne überhaupt mal über Herbstritt gegen Gabsch. Und hier Hartmann gegen Freund. Na, Herbstritt Gabsch. Auch das noch nicht erledigt. Es gibt natürlich eine Untersuchung gegen Florian Gabsch. Könnte wieder zwei Strafpunkte geben. Dann hat er schon vier. Wenn er so weitermacht, wird er hier für ein Rennen gesperrt, der Herr Gabsch. Kann ihm auch passieren. Und René van der Berg kann sie glauben. Wieder schießt er einen beim Überholen weg. Herr Beißler fährt hier am vernünftigsten im Team, ja. Unfassbar. Da hinten Hartmann, die Nummer ist auch noch gegessen. Hartmann aktuell auf dem Punkteplatz. Naja, klar, jeder WM-Punkt ist wichtig, den der Hartmann sammelt, denn er wird nicht weit vorne kommen. Jetzt gegen Rickard. Herr Gabs, so muss man das Überholmanöver machen. Nicht wie du Vollidiot. Überholen kann der Gabs nicht. Kann er genauso wenig wie der Beißler in manche Rennspiele. Aber das, was der Gabs hier abliefert, ist eigentlich wirklich des Guten zu viel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Hartmann da durchkommt. Oh, wie? Der Hartmann flügt da durch. Gerne mal was fürs Replay habe hier, wie der Hartmann da durchflügt. Als kennt der kein Morgen. Fährt er ran an der Gabsch. Da muss man immer Angst haben beim Gabsch. Boah, da war der Mercedes viel zu schnell und... Ja, schon ist es vorbei. Aber da hinten Rickard... Gabsch muss an die Box. Achtung, der Gabsch verliert Plätze. Der Gabsch verliert Plätze. Beschleunigungsproblem. Deswegen ist der Hartmann so vorbeigezwitschert. Florian Gabsch hat ein Beschleunigungsproblem. Er fahren sie alle an ihm vorbei. Ja, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, Herr Gabsch. Das war jetzt die Rache für die Matze-Schweizer-Aktion. Dafür hat er einen technischen Effekt jetzt bekommen. Kennt man ja das Sprichwort, kleine Sünde bestraft der Gott sofort. Und das war jetzt so eine kleine Sünde hier vom Gabsch. Ja, da ist das Rennen für den Flo Gabsch gelaufen, der jetzt aber noch einen Scheiß hier baut. Da ist der Lukas Bär in seiner Nähe, da hätte ich Angst. Um Himmels Willen, kleine Sünden bestraft der Gott sofort. Die Sprüche stimmen immer wieder, bin auch selbst erstaunt darüber. Gucken wir mal, was er auftankt, der Florian Gabsch. Ja, Bergmann hat Radverlust gehabt, aber geschieht dem Gabsch recht. Tut mir leid, das so sagen zu müssen. Ich weiß, man müsste neutral bleiben, aber der Gabsch hat schon so viele Scheiße abgezogen. Gibt Fans, die das feiern, den Gabsch dafür, aber er ist im Fahrerlager nicht wirklich beliebt. 19,9. Könnte aber durchkommen bis zum Rennende, aber ich glaube, dass er dann trotzdem keine Chance mehr hat, noch was zu erreichen. Dann ist jetzt letzter der Gabsch. Ja, da hat sich das Feld auseinandergezogen. Und der Eichert hätte in Malaysia schon. Eberhofer geht in die Box. Eröffnete Boxenstopp. Jake Eberhofer. Jake Eberhofer versucht den Undercut. Ist in der Box. Da bin ich gespannt. Das natürlich will er den Joker unter Druck setzen und vor allem auch der Eichert. Denn der Eberhofer malt sich hier vielleicht sogar die Chance aus, das Rennen auch noch zu gewinnen. Aber der Eichert, der ist also, der hat es verdient. Wenn der heute gewinnt, der Eichert, dann Hut ab, Michi. Dann ist das ein starkes Rennen gewesen. Jake kommt raus auf der 11. Ja. Noch mehr an der Box. Ja, vor Lukas Bär, schon ganz klar. Eichert. Und Joker. Joker geht an die Box. Klar, Eichert noch nicht. Joker geht an die Box. Joker muss reagieren. Hat mitgekriegt, hat gerade vom Renningenieur mitgekriegt, dass der Jake in der Box war. Natürlich sofort Jokers Boxencrew reagiert. Box des Lab. Joker hieß es gerade eben. Um den Undercut von Jake Eberhofer zu verhindern. Der wird auch schwierig, weil der Jake hängt jetzt da im Mittelfeld fest. Und da wird schwierig. Da spricht alles in der WM im Moment wieder für den Joker. 14 Tagen kommt dann der Grand Prix von Frankreich in Manicourt. Das ist eine Strecke, die der Joker eigentlich mag. Habe ich gehört schon. Und da könnte was gehen. Jetzt gehen wir in die Box mit dem Williams vom Joker. Oh, fast so schnell eingebogen. Der Vorfall zwischen Joker und Lukas Bär wird nach dem Rennen untersucht.
Und Florian Gabsch bekommt 2 Strafpunkte, hat die Rennleitung entschieden, weil das ja ein Wiederholungstäter war. Na, Dritter kommt da vom Jake raus. Wo ist der Jake? Schmutz, Veko Meier, Slivic. Ja, der kommt vom Jake raus, deutlich. Gehen jetzt alle in die Box. Joker kommt da deutlich raus. Fünftplatzierte Slivic. Slivic auch vorbei, das ist schlecht. Veko Meier in der Box. Auch Herbst tritt vorbei. Joker kommt vor Eberhofer wieder raus. Wer ist da noch vorbei? Hartmann, klar, die müssen noch an die Box. Jake. Joker kommt vor Jake raus. Das ist wichtig. Der Undercut misslungen. Einige Boxen-Action. Eichert geht in die Box. Das sind jetzt gespannt. Zweiter ist der Michael Beißler. Der hat sogar noch ein paar Runden, der Beißler. Der Beißler könnte hier für ein paar Runden auf seinem Wohnzimmer in Monza hier die Führung übernehmen. Wir gehen aber jetzt den Stopp vom führenden Eichert. Der kämpft gegen beide Williams um den Sieg. Und wenn der Stopp klappt vom Eichert, wenn da nichts schief geht, dann hat der Michael Eichert heute eine realistische Chance, den Grand Prix von Italien im BR Toyota zu gewinnen. Es gäbe die deutsch-britische Hymne, weil das Team ist ja britisch. So, Michi, jetzt gilt's. Hat den Tank richtig leer gehauen. Hat nochmal gepusht hier. So, Michi, jetzt gilt's. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt muss alles klappen. Und Eichert darf sich endlich zum allerersten Mal hier auf dem Kanal einen Sieg abholen. Wenn alles klappt, da ist die BAR-Box. Der Sprit 14 Runden, aber gesehen, das reicht. Damit hat er noch Platz zum Pushen. Ah, der Stopp, der Stopp, der Stopp. 10 Sekunden. Ah, es ging ein bisschen lang. Da kommt erst Schmutz. Es führt der Beißler und der Schmutz. Schmutz ist Zweiter, Eichert Dritter, da hinten Slivic. Aber der Eichert kommt vor Boris Slivic wieder raus und bereinigt. Ist der Micha, Achtung, Boris Slivic, oh! Das war nicht gut. Boris Slivic geht in Führung, bereinigt. Boris Slivic geht bereinigt in Führung, Schweizer an der Box. Wir werden heute nicht so viele Boxenstopps sehen, aber Eichert hätte noch keine Lust hier aufzugeben. Michi muss vorbei, denn Slivic wäre bereinigt der Führende in dem Rennen. Lukas Bär muss wieder rein. Das ist bitter. Ah, der war noch gar nicht drin. Eichert bleibt vor den Williams, aber muss am Slivic vorbei. Slivic wird mit dem Sprit nicht durchkommen. Ich glaube, der Slivic wird nicht durchkommen. Also muss Eichert jetzt alles geben. Achtung, jetzt könnte Eichert bereinigt die Führung übernehme gegen Boris Slivic. Michael Eichert wäre jetzt bereinigt der Leader in Italien. Michael Beißler führt. Ja, wir haben gesehen, der hat noch Sprit für ein, zwei Runden mehr. Michael Beißler wird nicht gewinnen. Kann Michael Beißler ums Podest fahren? Glaube ich nicht, aber ein Top 5 ja. Michael Beißler führt vor Daniel Schmutz und dann der bereinigte Leader Michael Eicher. Die war noch nicht an der Box. Schmutz, der geht jetzt an die Box und Beißler, der kann noch fahren. Also Michael Beißler, das wird auch eine interessante Nummer. Aber Eichert kann es heute schaffen. Eichert kann es heute schaffen, das Rennen zu gewinnen. Jetzt hat er sich abgesetzt. Schmutz. Und wir bleiben mal hier. Beim Führenden in Monza. Michael Beißlers erste Führungskilometer in Grand Prix 3. Und das in seinem Wohnzimmer in Monza, Italien. Unfassbar. Okay, Michael. Great job today. Great job, Michael. Push now. Pit stop in the next two laps. Pit stop in the next two laps. Push now. Push now, Michael, for a good position. Wahnsinn. 6,7 vor Schmutz. Vielleicht 7 auf der Eichert. Also mit dem Sieg hat er nichts zu tun. Aber dass der überhaupt führt, der Beißler, das ist eigentlich eine Wahnsinn hier. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Er hat viele Fans in Italien, der Beißler.
und auch viele Fans, die aus der Schweiz hergekommen sind. Und die fiebern da. Die können sich glauben, dass der Hollandwagen dort führt. Aber der wird bald in die Box einbiegen. Und das sind dann drei Führungskilometer, drei Führungsrunden für den Weißler gewesen. Nehmen wir mal den Stopp vom Schmutz mit. Kommt da jetzt auch der Hartmann rein. Der muss sich hinten anstellen. Au, das ging nahezu reibungslos. Der Schmutz war gerade fertig, als der Hartmann kam. Das haben sie jetzt einigermaßen gut abgebrochen. Wir gucken uns jetzt auch mal hier dem Hartmann sein Stopp an. Für den kann es noch um ein paar Punkte geben. Heute ist so viel Action, dass wir die Boxenstopps nicht alle zeigen können. War so gut 7 Sekunden dürfte er weg sein vom Beißler, aber der wird gleich die Führung übernehmen. Denn ich denke, jetzt wird der Beißler gleich den Spruch Joker raus! Joker raus! Getriebeschaden! Die WM, die kippt da wieder! Joker raus! Joker war auf der 4! Oh no, guys! My Gearbox, guys, no! Okay, Joker, sorry. You must stop the car. I'm so sorry. Joker, hier biegt er ein in die Ascari und in der Ascari beim Schaltvorgang geht's Getriebe flöten. Beim Runterschalten in der Ascari. Joker ist raus. Und dann freut sich der Linus Hartmann der Arsch ab jetzt. Denn der bleibt WM-Führender, oder? Wenn der Slivic noch ein paar Punkte bekommt, dann wird Boris Slivic der WM-Führende. Okay, Jake, Joker is out. Have a gearbox failure. Same with you in Austria. Und Beißler geht in die Box. Das darf nicht wahr sein. Claire Williams hat gerade mal richtig gegen die Wand geklopft. Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Joker von Pol gestartet, auf 4 liegend, mit der Chance zur WM-Führungsübernahme, scheidet aus. Der dritte technische Defekt von Williams seit dem Auftakt in Melbourne. Also, das Auto ist schnell, aber es ist nicht zuverlässig genug. Wir nehmen den Boxenstopp von Beißler mit, denn der geht jetzt in die Box. Eichert hat dann erstmal der Jake als Gegner und sieht im Moment nach dem ungefährdeten Michael Eichert-Sieg aus. Während wir hier Beißler, der seine letzten Führungskilometer hier absolviert im Holland-Nissan. Wahnsinn, wir haben noch 11 Runden, Leute. Ich weiß gar nicht, was hier noch alles kommt in dem Grand Prix. Also das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe in Österreich gesagt, das ist Formel 1, das ist doppelt Formel 1 hier. Also ich möchte sowas in der echten Formel 1 auch wieder sehen. Das ist die gute alte Formel 1, wie wir sie noch kennen. Dann ist die italienische Regie noch einmal einblendet, dass der Beißler führt. Aber das wird sich gleich erledigt. Gleich wird Michael Eichert der neue Führende sein. Und Jake Eberhofer wird dann, ja, Slivic 2, Eberhofer 3. So wird dann die Reihenfolge laufen. Und der Slivic, wenn er jetzt ein geschicktes Splash and Dash macht, der Boris, dann kann er hier sogar die WM-Führung übernehmen. Ansonsten hat der Hartmann richtig Glück und bleibt vorne. 12,9, das reicht. Schallgut. Eichert führt. Führt wieder im Grand Prix von Italien. Und auch Slivic ist durch. Aber der Beißler. Da kommt Eberhofer. Podest wird es nicht wäre für den Beißler. Ja, der Freund da. Der Freund ist auch noch vorbei. Es wird am Ende P5 für den Beißler. Aber der Freund ist ein Durchfahrer, kann das sein? 10,4 bei 10. Der Freund müssen wir weg. Also Beißler kann hier die beste Platzierung für das Team holen. Also ein vierter Platz ist drin. Und wenn der Slivic an die Box muss, dann meine lieben Freunde, kann der Michael Beißler heute Dritter werden? Ganz klar. Beißler ist mittlerweile am Freund vorbei. Haben wir nicht mehr drauf. Beißler jetzt wieder auf Podestkurs.
Aber nur wenn der Slivic es nicht schafft übers Ziel. Aber Platz 4 ist ein starkes Rennen vom Beißler. 3 Führungsrunde gehabt jetzt schon. Ja, Freund im Spritsparmodus hören. Wir hat Beißler vorhin sogar durchgelassen. So, Kenny jetzt gegen Lukas Bär. Ja, Kenny, das ist der letzte Punkteplatz. Ne, das ist gegen Rocky Bergmann ist das. Ist natürlich Rocky Bergmann. Lukas Bär ist dahinter. Achtung, Kenny gegen Bergmann. Da haben wir mal wieder ein Überholmanöver. Und crasht da fast in den eigenen Teamkollegen rein. Ich würde sagen, da haben wir mal endlich wieder ein bisschen Action, weil sonst schläft der Grand Prix hier langsam ein. Es ist natürlich Bergmann und nicht Lukas Bär, der Schalle hinten. Oh, Veko kriegt dann Schlag ab und denkt, ich spinne. Wir müssen uns jetzt auch mal vom Veko angucken. Aber Gott sei Dank, Fahrzeugbeherrschung, Excellence. Also die Gerner-Jungs robben sich nochmal in die Punkte. Und für Bergmann ist es natürlich auch bitter hier. Ja, und dann hat er Überschuss. Ah, Veko kann es gut abfangen. Fuchtelt da, ohne zu wissen, wer es war. Wenn der die Bilder sieht, der Veko, kriegt dann Kollas, der eigene Teamkollege war. Aber Kenny auf dem Vormarsch. Da vorne positioniert sich das so, weil werden so einige rausfallen, wie der Czewicki. Aber da hinten, der Eichert könnte sich ein bisschen ranarbeiten mit dem Sieg heute. Es gäbe ja immerhin 25 Punkte für der Eichert. Und der hat ja noch genug Sprit. Der hat ja 1,5 Liter mehr. Der kann noch ein bisschen. Der gibt da noch Gas, der Eicher. In Malaysia in Führung liegend hat das weggeworfen. In dem Chaosrennen. Heute hat er sicherlich aus den Fehlern ein bisschen gelernt. Und weiß. Fuchsi geht nochmal an die Box. Macht der auch nicht freiwillig, denn. Frontflügelschaden. Fuchsi hat Frontflügelschaden. Wird aber durchkommen jetzt. Hat sich irgendwo ein Frontflügel angeschaut. Sehen wir nicht mehr. Nehmen wir den Stopp mit. Wenn er die zu viel. Auch Herbsttritt. Herbsttritt mit Flügelschaden. Da hat es eine Kollision gegeben zwischen Herbsttritt und Fuchsi, weil die beiden da drin. Wir kriegen es natürlich nicht mehr rein. Das ist natürlich saublöd. Ich vermute, der Herbsttritt hat da überhastet gegen den Fuchsi und die beiden sind in die Wand geknallt. Also auch wenn der Herbsttritt in Österreich Platz 2 in der Startaufstellung, da hat er aber nichts nützen können vom Rennen. Und Eichert überrundet jetzt der Fuchsi. Ja, sind noch 5 Runden. Slivic, ja, jetzt könnte es nochmal spannend werden mit dem Eberhofer. Er muss jetzt ja gucken, dass er vom Herbsttritt rauskommt. Das schafft er. Beißler eher nicht, aber 5 Runden noch. Oh, da hinten. Daniel Schmutz gegen Christian Freund. Da kommt's Manöver. Daniel Schmutz in der Anfahrt zur Parabolika vorbei an Christian Freund. Christian Freund versucht Sprit zu sparen, möchte keinen Splash and Dash, möchte die größtmöglichste Punkteanzahl für Porsche mitnehmen. McLaren mit dem Schmutz heute der Punktelieferant. Ist ja auch wichtig, denn in Sache Konstrukteurs-WM hat Williams nur den Jake auf der 3 und der Schmutz auf Platz 5 könnte den Abstand halten auf die Top-Teams. Ferrari hat nur den Slivic und dann hat McLaren eine Chance weiter da dran zu bleiben, denn der Schmutz hat jetzt sich ein bisschen befreit. Der Hartmann hat heute nichts in dem Rennen zu melden. Czewicki, der wird auch noch rausfallen. Also wenn noch einige rausfallen, das gibt hier nochmal eine interessante Startaufstellung. Hartmann ist jetzt 12 da. Und hier kommt's. Hartmann bremst sich da hart am Bergmann vorbei. Bergmann lässt ganz, ganz knapp die Tür auf. Ich will das gerne noch einmal sehen. Aus der Sicht vom Hartmann. Hier kommt's nochmal von vorne. Bergmann will reinziehen, lässt dann die Tür auf. Das unterscheidet Bergmann als guten Fahrer von einem Gabsch, der hätte ihn abgeschossen wahrscheinlich. Und Linus Hartmann ist jetzt 12. Das heißt, er hat jetzt einen WM-Punkt. Da vorne sind noch ein paar Durchfahrer. Der kriegt auch noch was, der Hartmann. Der wird sich auch noch ein paar Punkte hier holen. Also wird er die WM-Führung behalten können. Und Slivic kommt näher dran. Und der Joker wird dann Dritter werden.
Der Eichert wird sich dann nach vorne arbeiten. Und ich glaube, der Bergmann hat nicht mehr viel entgegenzusetzen hier. Veco Maier jetzt dran ist am Schilberg Grün. Ja, für Gerner wichtig, wenn die Jungs mal wieder ein paar Pünktle mitnehmen. Achtung, Veco Maier greift sich Gilbert Grün und geht vorbei. Das macht der Veco eiskalt. P9, wieder ein Punkt mehr fürs Gerner-Team. Das ist stark jetzt. Aber ich glaube, der Schilbert hat da noch nicht aufgegeben. Also das muss man ja echt sagen, was für ein Wahnsinns-Grand Prix hier in Italien. 14 Tage sind wir in Manicourt in Frankreich. Und bin da mal gespannt, könnte auch ein schöner Grand Prix werden. Vielleicht nicht so überholreich wie hier in Monza. Manicourt wieder eher so kurvenreiche Strecke. Ja, jetzt hat er Grün verloren. Sieht zu, wie der Jake versucht, die Williams-Punkte zu holen. Und der Boris Slivic, der kriegt jetzt ganz schön Probleme, der Slivic. Weil der versucht, Sprit zu sparen, aber vergebens. Und der Eichert, wenn der keinen Fehler macht, ich sag's immer wieder gern, dann gibt es den Sieg von Michael Eichert. Aber der Jake Eberhofer, der will jetzt kurzen Prozess machen, dass ihm nicht der Boris vorher ausrollt. Und Achtung, Jake Eberhofer. Knapp vorbei an Boris Slivic. Der muss jetzt, denke ich, gleich an die Box, der Boris Slivic. So, hier kommt Jake Eberhofer einmal von vorn. Ha, Slivic versucht alles, aber Jake Eberhofer jetzt auf P2. Den Eichert wird er nicht mehr kriegen, dafür ist es zu spät. Aber ob die Nummer da gegessen ist, bin ich noch nicht ganz sicher, weil der Slivic, Beißler auf der 4, ein starkes Rennen, aber der Slivic... Und bei Ferrari jetzt der Herbsttritt vorbei. Hartmann in der Box. Warum ist denn da der Hartmann in der Box? Hat sich der Frontflügel kaputt gemacht. Der war auf 12, der Hartmann. Der nächste WM-Kandidat haut sich den Flügel weg. Wir hören, dass er in der Ascari übers Kies gerumpelt ist. Das darf nicht wahr sein. Und damit muss der Slivic Punkte holen. Ansonsten bleibt es unverändert. Wahnsinn. Sehen hier Hartmann. Schüttelt den Kopf. Also Hartmanns heute. Ja, es dauert ewig. Und er winkt schon ab. Komm, lasst mich doch aussteigen. Das Team sagt, nee, wir fahren es jetzt zu Ende. Aber das ist natürlich bitter für den Hartmann. Ist jetzt überrundet. Und Boris Slivic geht rein in die Box. Boris Slivic geht rein. Klar, Sie haben jetzt gehört, dass der Hartmann, wir haben gerade einen Funkspruch aufgefangen, in Textform habe ich den vor mir liegen, dass Sie dem Slivic gerade gesagt haben, dass der Hartmann einen Fahrfehler gemacht in der Box ist und jetzt muss man ein paar Punkte mitnehmen, um näher an der Hartmann zu kommen. Also da geht man schon, da denkt man schon an die Weltmeisterschaft bei Boris Slivic. Bei Michael Eichert wird man gleich an den historischen Rennsieg denken, den er hier holen wird, wenn er durchkommt. Es gibt ja dann immer noch eine Runde zu fahren für Michael Eichert, aber BAR und Toyota, die haben schon in Melbourne mit der sensationellen ersten Startreihe gezeigt, dass die zu Recht mit dabei sind. Fünfte Kraft, aber auch zu Recht in der Formel 1 hier sind. Und der Eichert, der hat die Pole, ging mal an den Grün. Eichert jetzt in der letzten Runde. Final Lap. Aber wir gucken mal, was mit Boris Slivic passiert. Damit Michael Beißler jetzt auf dem Podest. Beißler wird Dritter werden. Was für ein starkes Rennen. Aber ich will jetzt wissen, wo der Boris rauskommt, weil da geht es ja um die Weltmeisterschaft. Boris fährt rein. Ferraristi werden heute keinen Podestplatz einer ihrer Jungs sehen, denn Slivic Podestserie ist hiermit gerissen. 3,9, der wird durchkommen. Die Frage ist, wie lange tanken sie und wo kommt Slivic raus? Er wird ein paar Punkte mitnehmen, das ist klar. Aber wie viel?
Gleich schaltet die Kamera um auf den führenden Eichert. Da geht jetzt auch Cevicki an die Box, hören wir. Ja. Da kommen noch einige. Wo kommt Slivic raus? Wie viele Punkte darf er mitnehmen? Aber wichtiger taktischer Stopp, der kommt auf der 9 raus. Wird aber wahrscheinlich gleich 10. werden, Slivic. Ja. 10. Als 10. kommt er wieder raus, Boris Slivic. Aber jetzt gehen wir mal auf den Führenden des Rennens. Michael Eicher, der biegt jetzt hier ein. Er ist auf dem Weg zur Parabolika. Eberhofer 2. Beißler wird 3. werden in Monza. Was für ein Wahnsinns-Grand Prix. Und Michael Eichert, der biegt jetzt hier in die Parabolika ein. Zum letzten Mal muss er die Überlinie überqueren. Und das gibt der Sieg. Michael Eichert gewinnt in Monza den großen Preis von Italien im BAR Toyota. Le Gall rollt aus ohne Sprit. Das ist keine Überraschung. Jake Eberhofer rettet für Williams die Konstrukteurspunkte. Er kommt wieder näher dran. Aber jetzt wird es gleich nochmal richtig laut. Kenny rollt aus. Da kriegt es Slivic noch Punkte. Und Michael Beißler. Jetzt steht die ganze Tribüne nicht mehr still. Wird 3. Wird 3. in einem Holland-Auto. Das darf nicht wahr sein. Was für ein Rennen. 4. Schmutz. Veco Meyer wird 5. In einem Wahnsinns-Grand Prix. 6. Grün. 7. wird... Nein, Grün rollt aus. Slivic wird 6. Der übernimmt die Führung in der WM. Grün rollt aus. Die ersten Punkte. Für Rocky Bergmann wird es geben, auch für Lukas Beer die ersten Punkte. Unglaublich. Schweizer 10, Cevicki 11 und Ricard 12. Also das ist doch ein Wahnsinn, dieses Rennen. Aber das ist der Mann hier. Das ist der Sieger, Michael Eichert aus Teningen. Er kommt... Er wohnt in Teningen, Michael Eicher. Das ist der Sieger hier. Oh, well done, Michael. Well done, Michael. Absolute awesome drive. Absolute awesome drive. You are the hero today. You are the first ever Formula One win. Congratulations, Michael. You are the man. Enjoy this day. What the race. Yes, guys, yes, yes, oh my god, awesome car today, what a race, it's an awesome race, win in Italy of this historic track, thank you so much, this car was unbelievable, thank you guys, yes. Okay, Jake, P2, great job. Very, very points for the Constructors' Championship and for you. Well done, Jake. Thank you so much. Was a tough race. Sorry for Joker. This was big points for me and big points for the team. Michael, unbelievable. This is your favorite, your all-time favorite track. And this is, for us, the first ever Formula One podium. The best result of Formula One. What a race, Michael. Thank you so much. Unbelievable, guys. Thank you. This is for you. This is a great car today. Congrats to Michael. What a race. I'm so happy here for my... favorite fans in my favorite track, a podium finish. Oh my god, guys. Ein Podestplatz hier in Monza. Ich hätte es nicht für möglich geglaubt, dass wir das schaffen. Wahnsinn! Danke! Grazie mille! Grazie tutti!